kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Dolina Zombie. Falls ihr euch fragt, warum wir jetzt die Folge hier starten, das hat zwei Gründe. Ein Grund ist, ich wollte diesen Nebeleffekt loswerden und ich konnte es nicht. Deswegen musste ich einen alten Spielstand laden. Das bedeutet aber jetzt auch, dass wir hier erst 7 von diesen Sensen haben und nicht 9, was jetzt aber nicht so tragisch ist. Und als ich das Thumbnail erstellt habe für die letzte Folge, da war ich ja nochmal bei Koranga und habe dann gemerkt, dass der mich noch anquatschen wollte. Und der hat etwas Gutes für uns. Deshalb laufe ich jetzt nochmal zurück und quatsche nochmal mit Koranga. Ja. Wieder so ein Moment, den man einfach verpassen kann. Weil ich bin ja einfach weggelaufen und ja, ich sollte mich daran gewöhnen, nochmal irgendwie in so einem Lager mal ein bisschen im Kreis zu laufen und gucken, wer mich so anspricht. Weil wir kamen ja aus der Hütte raus, sind hier weggelaufen und Koranga steht hier auf der anderen Seite und deswegen habe ich ihn nicht mehr gesehen. Einen Augenblick noch. Ja, Anga? Ich möchte dir gerne etwas als Dankeschön für deine Hilfe geben. Bitte nimm es an, möge es dir dienen. Wie könntest du mich eine Rüstung aussuchen? Ja, wir sind ja eher der Kämpfer, also nehmen wir mal die Elite-Templer-Rüstung. Nimm diese Elite-Templer-Rüstung, möge sie dir dienen. Vielen Dank. Wie ich sehe, hast du es eilig, ich will dich nicht länger aufhalten. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. So, die ist auch wirklich um ein Vielfaches besser. Muss man sagen. Die hat schon noch einen höheren Schutz. Sieht aber... ich weiß nicht. Sieht nicht ganz so geil aus, finde ich. Muss ich sagen. Also die Standard-Templar-Rüstung wäre mir lieber gewesen. Was mir aber aufgefallen ist, auch... Wir haben ja noch diese Krone hier. Ich kann ja auch die anziehen. Dann sehen wir auch Bragus Gesicht mal ein bisschen besser. Naja. Sieht schon ein bisschen weird aus jetzt mit dieser Ausrüstung, aber was soll's. Dieser rote Bogen und das bunte Schwert, das helle Schwert, das passt halt überhaupt nicht zur Rüstung. Naja, dann South parken wir uns jetzt zurück und ich denke, die anderen Sensen, die werde ich dann auch wahrscheinlich in der Burg kaufen können. Also, ich hoffe es. Wir werden sehen. Sprinten wir mal. Oh, hier hänge ich ein bisschen fest. Zu dieser Musik passt es voll, wenn man so schnell läuft. Aber jetzt ist sie leider weg. Ich habe genug von diesem Gequatsche. Ich glaube nicht, dass... Aber bei diesem Nebeleffekt muss man echt vorsichtig sein. Wenn der einmal da ist, der geht gar nicht mehr weg. Selbst beim Neustart, Neuladen. Der ist dann einfach da. So, wir können noch Quests abgeben. Und zwar können wir ihm hier noch sein Buch abgeben. Ich habe es geschafft, deine Notizen zu finden. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie du sie gefunden hast. Ich hatte Angst, dass sie schon lange weg waren. Wir hatten wohl einfach Glück. Als ich meine Sachen durchsuchte, fand ich auch die Kleidung, die ich bei meinen Auftritten in Korinnes trug. Ich hatte schon lange keine Gelegenheit mehr, sie zu tragen. Bis heute Abend. Ich hoffe, du kommst, um mir beim Spielen zuzuhören. Gewiss. Na sicher doch. So, du. Den kleinen Streit vergessen wir, okay? Na sicher. Zeig mir mal, was du hast. Hast du noch Sensen? Ah, er hat leider keine. Aber Skip könnte welche haben. Ja, der hat 2. Na, ja, immerhin, ne? 2 ist zwar jetzt nicht so viel, aber dann brauche ich nur noch eine. Was gebe ich denn dafür mal? Tja, da muss ich wohl noch eine besorgen gehen. Da kann ich dir trotzdem Rohstahl geben.
Ja, nicer Typ. So, was hatten wir noch? Hilfe für die Gurus. Ich werde Gomez Bericht erstatten, danach zur Gerüstung gehen. Okay. Ach, die Sumpfkrautstängel, das hatten wir auch noch. Verlass dich auf jemanden, du bist nicht. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Okay, ich habe noch nicht genug Sumpfkraut anscheinend. Ich brauche 20, ne? Also muss ich doch in den Sumpf gehen. Ach, scheiße. Ich dachte, ich hätte da genug gefunden. Ach so, ich bin ja blöd. Bei diesem Speicherstand war ich noch gar nicht an dem Ort. Deshalb habe ich nicht genug. Ja, okay. Dann müssen wir das gleich nochmal machen. Dann gehe ich da gleich nochmal hin. Ich hab's vergessen. Du warst lange weg. Berichte. Es ist mir gelungen, einige Informationen zu bekommen, die eher größer als dich interessieren werden. Ich verstehe nicht. Eine Art Zauber, ein besonderer Ort, an dem du ihn wirken musst. Verbotene Magie oder so etwas in der Art. Jetzt verstehe ich. Wirklich? Nein. Sprich lieber mit Koristo darüber. Wir müssen mehr herausfinden. Das werde ich. Jetzt verstehe ich wirklich? Nein. Einfach nein. Na gut, dann werde ich gleich nochmal rausgehen und einen Zombie schlechter suchen. Eine Sense brauche ich noch und dann das Sumpfkraut holen. Gomez schickt mich, Meister Koristo. Ich habe wertvolle Informationen für dich. Ich höre zu. Was willst du mir sagen, Bragus? Um es kurz zu machen, ich wurde auf eine Mission zu den Überlebenden des Sektenlagers geschickt, um mit dem einzigen überlebenden Guru zu sprechen. Er hat mir etwas erzählt, das dich interessieren könnte. Wenn das so ist, sprich. Er sprach seltsame Worte, erwähnte ein Buch, eine verbotene Magie und einen bestimmten Ort, an dem die Worte gesprochen werden sollten. Angeblich wurde so der Fluch der Seuche auf die Kolonie gelegt. Das ist sehr interessant, denn der Seuchenfluch ist nichts anderes als ein Zauber, der zu enormen Ausmaßen angewachsen ist. Sprich schnell, wie haben sich diese Worte angehört? Devicus Zamoraxarite, oder so ähnlich. Wir brauchen es also doch. Das Buch der verbotenen Magie. In einer besonderen Schrift geschrieben, beschreibt dieses Buch Zaubersprüche und Flüche, die von den mächtigsten Magiern des Innos Klosters in Nordma verboten wurden. Ich muss es unbedingt haben. Und ich soll dir dabei helfen? Ja. Wenn das so ist, sag mir, wo ich danach suchen soll. Vor etwa 3 Jahren erkundete ich mit den Magiern und einigen Gardisten eine alte Gruft im Orkgebiet. Wir fanden dort eine ehemalige Stätte des dunklen Kults von Belia. Dort wurden die ersten verbotenen Zaubersprüche in diesen Ländern ausgesprochen. Leider musste ich den Ort verlassen und das Buch blieb zurück. Torres hat versucht, dorthin zurückzugehen und das Buch zu holen, aber es sieht so aus, als würde sich der Ort dagegen wehren. Kein Magier oder Mensch, der schon einmal mit mir dort gewesen ist, scheint diesen Ort sicher betreten zu können. Deshalb muss ich dich bitten, dorthin zu gehen. Du bist die einzige Person, die dieser Herausforderung gewachsen ist. Ich weiß, es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Wo kann ich dieses Kap mal finden? Es gibt 2 Wege. Gehe zum Lager der Gardisten und von dort aus Richtung Süden und halte dich dann nach rechts. Oder du stehst vor dem Tor zum neuen Lager und gehst links die Berge hinauf. Oh. Und nimm diesen Schlüssel. Sie öffnet ein Lagerhaus nicht weit von der Gruft. Ja, schön. So, wir haben 5 Lernpunkte. Ich glaube, jetzt spare ich die erstmal. Dann gehe ich pennen und dann brechen wir direkt auf. Aber dann hole ich erstmal das Sumpfkraut und eine Sense. Ja, das hatte ich wieder ganz vergessen, dass ich da ja erst... Also ich war nicht bei dem Speicherstand, den ich heute geladen habe für diese Folge. Da war ich dann auch gar nicht. Naja, was soll's.
Zieh dich, Köder. So. So, jetzt habe ich 22 davon und 7 davon. Ich frage mich, also, ob ich jetzt dem Gorna, wie war das nochmal, Gorna ran, das Sumpfkraut geben kann. Ist mir das Problem, dass ich nicht hochkomme? Kann ich hier bitte hoch? Danke. So, was machen wir jetzt? Also eigentlich brauche ich noch eins. Eine von den Sensen. Da ist so ein Typ. Muss ich noch kaputt hauen? Da muss ich jetzt wieder 1000 Viecher töten. Shit. Ach du Scheiße, machen wir viel Schaden. Das ist das erste Mal, dass mich so ein Typ trifft. Shit, ich bin ziemlich verletzt. Das ist so ein Schwachsinn manchmal. Warum war ich denn jetzt direkt tot, Mann? Ah, Junge, ey. Einfach den Punch des Jahrtausends. Zieh dich, du elender Köder. Ich habe jetzt, ja, jetzt habe ich 10. Ich könnte das auch eigentlich direkt abgeben, ne? Vielleicht braucht das ja eh mit dem Helm eine Weile und dann haben wir den direkt das nächste Mal, wenn wir da sind. Ist vielleicht besser. So. Mister. Hier sind die Waffen. Danke, Mann. Warte kurz. Oh, geht's schnell? Hoffentlich sieht er gut aus. Bitte, hier ist der Helm. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Danke. Nice. Der passt ja überhaupt nicht. Ich hab dein Kraut. Unglaublich. Vielen Dank. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Vergiss nicht, sie anschließend an die Leute zu verteilen. Ich werde dich kontrollieren. Sicher. Aber etwas für mich werde ich schon behalten. Hast du etwas für mich? Ich kann dir ganz besondere Mischungen geben. Welche möchtest du? Hm.
Gib mir einen Stärke. Ein dicker Stängel. Bitteschön. Danke. Das ist jetzt überhaupt Stärke gebracht. Aber ganz ehrlich, das Ding ziehe ich nicht an. Ich bleib einfach bei dem Ding. Behalte es einfach für dich. Andere sollten das nicht wissen. Ja, man darf auch nicht. Manche lernen. Ich könnte bald das Ding tragen, ne? Aber das ist, glaube ich, eine Armbrust. Immer das Gleiche. Also früher wäre das. Es ist nicht. Okay, dann gehen wir mal zum Stonehenge. Lass uns über etwas anderes reden. Ich muss sagen, die letzten Folgen sind wieder sehr viel besser gewesen. Also die haben sehr viel mehr Spaß gemacht als die Folgen davor. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnimmt, aber war jetzt ein bisschen mehr Abwechslung da war. Mal bei der Bruderschaft, mal im neuen Lager. Das ist sehr viel cooler. Das hätte ich mir viel früher gewünscht. So. Hier meinte er, ist irgendwo ein Lager. Ich frage mich, ob er diesen Turm meint oder das Ding hier. Was bist du denn für ein hässlicher Vogel? Schlüssel zum Turm, Schlüssel zur Gruft. Sagen wir, gehen erst in den Turm. Und dann in die Gruft. Aber der Turm hat ein cooles Design. Finde ich. Junge, verfluchte Armbrustschützen. Diese verfluchten Armbrustschützen. Hast du das bitte? Ich habe ja schon schlimmere Armbrustschützen gesehen. In der Felsenfestung. Das ist eine besondere Armbrust. Was ist denn das für ein dickes Ding? Lagerungsarmbrust. Krass. So, was haben wir denn hier schon? Sehr viele Pfeile. Sehr gut. Was haben wir hier? Nein. Noch mehr Munition. Also, eine Armbrust ist zwar schön und gut, aber ein besserer Bogen wäre auch nicht schlecht. Vor allem ein schönerer Bogen. Ich finde diesen Bogen nämlich nicht so schön. Schon die ganze Zeit nicht. Und wir haben den schon so lange. Achso, wenn wir gerade mal hier sind, dann können wir auch hier noch gucken, ob wir hier wirklich aufgeräumt haben. Da ist noch einer. Wer bist du denn? Okay, Treffpunkt. Oh, der ist ja sauber jetzt. Falls ich dann jemanden mal sehe von Diego, Lester oder Milton, kann mir der Bescheid geben. So. Was geht denn hier unten so ab? Einiges. Komm mal her. Diese Zombie-Dämonen-Dinger, die lachen immer, ne? Ich
Feuertyp muss ich auch aufpassen. Das ist doch gar nicht der erste von denen, den ich töte, oder? Shit. Ich renne. So stark sind die doch nicht mehr. Ich kann leider nicht, solange ich brenne, ins Inventar gehen. Ich kann gar nicht mehr ins Inventar gehen gerade. Hallo? Inventar? Beste stumpfe Waffe? Riesenkeule? Das ist ja einfach nur so eine Nagelkeule, die... Oder nicht Nagelkeule, aber so eine... So eine normale Keule, die einfach vergrößert wurde. Aber die macht guten Schaden. Da sieht man auch wieder den Vorteil von der Stärke. So. Dafür fehlt mir auch noch Stärke. Bist du denn? Der Wächter der Elite-Garderüstung. Den muss ich mit Magie töten. Will ich denn Untote vernichten? Tote vernichten. Habe ich ihn jetzt... Also, ist der immun oder... Wo liegt das jetzt hier? Okay, jetzt hat's geklappt. Cooles Geräusch übrigens. Schlüssel. Was ist denn mit dieser Garderüstung? Ist sie besser? Ne. Ne. Die Gothic 3 Rebellenrüstung? Wie witzig ist das denn? Die fällt mir auch optisch besser. Das ist ja geil. Coronavirus? Okay. Und diese Rüstung passt auch farblich besser. Ja, die finde ich schöner. Mich von etwas bedrängt und bedrückt. Achso, kann ich das Buch eigentlich lesen? Ja gut, aber es ist ja nichts passiert, also von daher bin ich mal umgefallen, aber sonst war ja nichts los. Ich finde es so krass, dass diese Gothic 3 Modelle hier in Gothic 1 oder auch in 2 funktionieren. Sieht richtig cool aus. Die Musik ist wirklich für den South Park-Modus gemacht. Zack. Lass uns über etwas anderes reden.
Sei gegrüßt. Moin. Ich hab das Buch. Als ich das Kap verließ, geschah jedoch etwas Seltsames. Was? Sprich schnell. Der Boden bebte etwas, warf mich zu Boden und ich hörte Gelächter. Mittlerweile habe ich schreckliche Kopfschmerzen. Die Schmerzen werden immer schlimmer. Das ist unmöglich. Immerhin warst du damals nicht mit uns in der Krypta. Wie konnte das nur geschehen? Was denn, Meister, was ist passiert? Ich fürchte, ein Fluch lastet auf dir. Ein Albtraumfluch. Was? Du hast mir doch versichert, dass mir nichts passieren könnte. Tut mir leid, mein Sohn. Jemand hat offenbar diesen Ort und dieses Buch noch stärker verflucht. Eine Sache ist jetzt sicher. Du bist in großer Gefahr. Also gut. Sag mir, wie ich diesen Fluch loswerden kann. Ich kann diesen Schmerz nicht länger ertragen. Geh so schnell wie möglich zu Damarok und erzähle ihm, was passiert ist. Wenn er dir nicht helfen kann. Was ist dann? Geh schon. Verschwende keine Zeit. Ja. Dann machen wir das mal. Solange ich da bin, ist es tun. Der Bragus hat es auch echt nicht leicht hier, ne? Kumpel? Sei gegrüßt. Choristo schickt mich. Bragus, was ist los? Du siehst schwach aus. Und so geht es mir auch. Ich wurde verflucht, als ich aus der Krypta im Orkgebiet ging. Choristo erzählte mir davon, dass du das Buch beschaffen sollst. Ich habe befürchtet, dass dir etwas zustoßen könnte und ich hatte nicht Unrecht. Die Situation ist sehr ernst. Nimm diesen Trank. Wenn er dir nicht hilft, bedeutet das das Schlimmste. Und? Es ist sogar noch schlimmer. Bitte tu etwas. Bei Innos. Schnell, lass uns zu Choristo gehen. Also die wissen ja anscheinend doch mehr, als sie zugeben wollten. Und jetzt, wo die Kacke am Dampfen ist, wollen sie auf einmal plötzlich reagieren, ne? Aber vorher nicht. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Sei gegrüßt. Und? Ich halte es nicht aus. Mein Kopf explodiert gleich. Was ist bei Innos geschieht mit mir? Der Albtraumfluch ist einer der schlimmsten. Wenn du nicht schnell ins Bett gehst, wird dir das keine Ruhe lassen. Dann gehe ich ins Bett. Ich halte es nicht mehr aus. Warte. Es gibt einen Grund dafür, dass es der Albtraumfluch genannt wird. Sobald du einschläfst, wirst du in deinem eigenen Albtraum gefangen sein. Deine Überlebenschancen sind äußerst gering. Wie meinst du das? Kann ich im Schlaf sterben? So ist es, Bragus. Viele Menschen sind unter diesem Fluch bereits ums Leben gekommen. Meines Wissens nach hat es bisher niemand geschafft, sich davon zu lösen. Gibt es keinen anderen Ausweg? Es gibt einen Trank, der dir dabei helfen könnte. Allerdings befindet sich dieser im Kloster der Feuermagier. Außerhalb der Barriere. Verdammt nochmal, ich habe also keine Wahl? Leider nein. Bragus, wir werden über dich wachen. Geh die Treppe hinunter ins Schlafzimmer. Wir werden mit dir gehen. Mein Kopf. Schnell, Bragus. Lass uns gehen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Nachher ist es sowas wie bei Returning mit Ravens Albtraum. Viel Glück, mein Freund. Irgendwelche Tipps? Ich habe keine Ahnung, was mit dir passieren wird. Höchstwahrscheinlich wirst du dich an dem Ort wiederfinden, an dem du zuletzt warst. Es wird jedoch nicht dasselbe sein. In der Burg? Ich glaube schon. Lass uns keine Zeit verlieren. Falschen Bett oder was?
Oha. Coristo, bist du das? Vagus, ich habe wenig Zeit. Ich habe es geschafft, mich hier mit dir zu verbinden. Für einen kurzen Moment. Träume ich? Ja, du bist in einem Traum. Hör zu, ich habe nicht viel Zeit. Du hast den schlimmstmöglichen Punkt getroffen. Du musst unbedingt die 5 Siegel des Albtraums finden und das Pentagramm im Tempel der Feuermagier betreten. Ich weiß nicht, wo du sie finden kannst. Du musst die ganze Burg durchsuchen. Sei auf der Hut. Du bist nicht alleine hier. Du wirst gejagt. Wer ist hier noch mit mir? Er. Wer? Meister? Finde die Siegel. Er? Irgendwie ist die Kamera gerade voll. Das ist auch wieder so eine sehr beruhigende Musik, wo man sich einfach mal hinsetzt und verweilt. Überhaupt nicht beklemmend. Dach, hallo. Ups. Ups. Egal. Ich glaube nicht, dass in den normalen Thron hier was drin ist. Hallo. Ist hier wer? Tja. Krypta. Dieses Amulett ist ja gut. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht so ein Siegel ist. Ich meine, das wäre so ein Ort, wo was sein könnte, ne? Ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Thronen jetzt hier knacken möchte. Glaube ich, sind die gleichen Sachen drin wie sonst auch in Gothic. Ich denke, ich knack die mal nicht. Ich suche lieber mal nach den Sachen. Nach diesen Siegeln. Bitte, sobald ich das erste finde, taucht dann irgendwas oder irgendjemand auf und verfolgt mich. Jemand ist hier. Ich fühle es. Siegel des Albtraums. Es war klar, dass hier einer eins ist.
Ich weiß sowieso nicht, ob ich diese Sachen aus dem Albtraum hier einfach behalten kann, ne? Eigentlich macht das ja gar keinen Sinn, wenn ich hier irgendwas einsammle und dann in die echte Welt wieder mitnehme. Aber vielleicht kann man es ja dann hier einfach nutzen, ne? Oh, Jumpscare incoming. Da war gerade der Herzschlag. Ich sehe dich. Schön, dass das auch extra nochmal ins Deutsche angepasst wurde, indem ich sehe dich. Schöne Erze. Dieses Skelett. Ach so, weißt du, was ich machen könnte? Ha! Könnte ja einfach das machen. Oh nee, warte mal, das ist Cheaten. Da unten läuft irgendwas rum. Das darf ich nicht machen. Hallo? Wer bist du denn? Das ist doch Messer Jack aus Fable. Der Tod. Lass mich, der Tod. Du wirst sterben. Geh weg, Tod. Gut, lass es. Ist hier noch was? Shit, der Tod macht ja gar nicht mehr so wenig Schaden. Vielleicht sollte ich doch das Ding anmachen, damit ich dann sehe, wo was ist. Ich will ja nur wissen, wo diese Insignien sind, weil die so klein sind. Aber das Gute ist, ich kann. Der Tod, der läuft einfach auch unabhängig von mir irgendwo hier rum, ne? Das ist ja schon mal gut. Aber da ist irgendwas. Zack. Also es ist schon so ein bisschen Cheaten, aber ich glaube, in diesem Fall ist das okay. Schätze ich mal. Weil wir uns dann zumindest die Sucherei so ein bisschen ersparen. Ne? Dann ist es auch angenehmer für euch zum Gucken. Zum Beispiel Schlüssel des Schmieds. Wir haben 3. Junge.
Scheißtruhe. Wo könnte denn noch was sein? Der Tod ist eigentlich viel zu groß, um da drin rumzulaufen. Die Mucke ist geil. Nur schade mal, dass die Musik so übereinander läuft. Also hier dürfte der Tote eigentlich nicht hinkommen. Tja, wo könnte noch was sein? Also ich denke mal, im Keller ist noch eine. Aber dann muss ja noch irgendwo was sein. Toll. Au! Typisch. Da oben fest. Oh. Das sieht ja nicht so nett aus. Das sieht gar nicht gut aus. Kann ich den Tod töten? Oh, ich kann das zumachen. Interessant. Dass man da auch nie wieder weggehen kann von diesen Türen, wenn man die nicht öffnen kann. Scheint nichts zu sein. Ist der Tod da oben in dem Raum drin? Wie kann man denn da rein? Wie kann man da rein? Der passt doch eigentlich normalerweise gar nicht da rein, oder? Hallo, Herr Tod? Ich bin nicht gesehen. Hier liegt irgendwas. Herzbrunnen.
Ja, das ist immer so die Sache mit so kleinen Dingen, die man suchen muss. vielleicht hier irgendwo? Könnte es tatsächlich weitergehen, wenn es hier abgeschlossen ist? Dann nur wieder die Frage, wo findet man so einen Schlüssel? Andererseits könnte ich ja auch hier runter, ne? Dann wäre ich ja auch da. Aua. Ist auch nichts. Kann man gar nicht aufmachen. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Ich denn noch nicht hier unten? War nichts, ne? Also ich schätze mal nicht, dass in diesem Thron was drin ist. Das müsste dann schon eine besondere Truhe sein, denke ich. Die Grundidee finde ich hier sehr gut gemacht, aber die Umsetzung gefällt mir nicht ganz so gut. Wo komme ich denn nochmal? Wie komme ich denn nochmal an diesen einen Ort? Diese Dinger sind halt viel zu klein, ne? Wenn man zum Beispiel das machen würde, man muss irgendwie, keine Ahnung, 5 magische Wesen töten, die hier auch rumlaufen oder irgendwie sowas. Die wären halt einfacher zu finden. Ne? Ich frage mich nochmal, wie ich da hinkomme, da unten auf diese Plattform, weil hier ist ja auch so dahin. Nee. Da oben hin. Hey, Moment mal. Komme ich denn nochmal? Also da sind ja Thronen hier. Komme ich da hin? Oder sind das die Thronen in den Raum? Achso, das sind die Thronen in diesem einen Raum einfach, ne? Ist hier vielleicht auf den Dächern noch irgendwas? Das ist ja das Problem, hier kann ich nicht hin. Aua. Das tat weh. Das tat ein bisschen weh. Ich habe noch eine Idee, wo was sein könnte. Also eigentlich würde man davon ausgehen, dass im Keller noch was ist. Aber da war ich ja. Da war nichts.
da ist auch nichts. Hier waren wir auch. Also eigentlich würde man ja erwarten, dass im Keller irgendwas ist. Das ist Messer Jack. Was denn gerade? Also hier ist eine verschlossene Truhe. Keine Ahnung, wo ich dafür den Schlüssel finden soll. Die sind ja alle... Also das kann ich gar nicht auswählen. Die kann ich nicht knacken. Dieser Schalter ist halt komplett überflüssig, weil er nur das... vorzumacht. Hier ist auch nichts drin. Und die Truhe, da kann ich ja nicht aufmachen. Ach ja, das ist mal wieder hier eine Sucherei. Die Tür ist auch zu. Ich schätze mal nicht, dass das hier random in so einer Truhe drin ist. Das wäre ja voll bescheuert. Kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das so ist. Gibt es noch einen Weg irgendwo? Vielleicht doch noch im Haus der Erzbarone? Vielleicht habe ich ja doch was übersehen hier. Ja auch abgeschlossen. Ob ich dafür den Schlüssel finde? Kein Plan. Moment, hier ist doch einer. Nee, das ist ein Schlüssel. Ist der vielleicht für Gomez? Könnte dieser Schlüssel sein. Hier waren wir schon drin. Wofür könnte der Schlüssel sein? Warte mal. Ja toll, da steht auch nichts dabei. Vielleicht ist der für die Truhe im Keller. Wenn das so ist, dann wäre das aber auch merkwürdig. Weil da irgendwie gar kein Zusammenhang besteht. Aber wäre auch nicht das erste Mal, dass irgendwas in der Mod merkwürdig wäre. Irgendwas passiert hier gerade. Okay, ich habe gerade im falschen Moment gespeichert. Tja, dann fehlt wohl nur noch eine. Ja? Siegel? Ja, vier. Ah, wo könnte das letzte Ding sein? Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Also im Haus der Magier war noch keins, ne?
Also ich schätze mal, hier sind nur diese ganz normalen Sachen, die sonst da auch drin sind. War denn irgendwo noch eine andere? Also ja, in Gommes Zimmer. Die Truhen, die sind verschlossen. Aber wo ist der Schlüssel dafür? Und diese Truhen sind auch verschlossen hier. Den kann ich auch nichts machen. Ich würde es ja machen, wenn man nicht immer wieder den Abbruch hätte. Da sind aber sowieso, also klar, das sind jetzt keine schlechten Sachen, die hier drin sind, aber sie bringen mir eigentlich herzlich wenig gerade. Tja, wie kriege ich das hier auf? Naja, ich würde sagen, in der nächsten Folge suche ich dann hier weiter. Weil ich weiß gerade nicht, wo genau ich hier noch weitermachen muss. Das schaffe ich jetzt dann auch nicht so schnell. Und deswegen machen wir dann in Ruhe in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.